Eine Schweigeminute zum Tode der Demokratie und des Grundgesetzes Deutschlands in Thüringen. Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen an einem Sonntag. Man soll es wirklich tatsächlich nicht glauben, aber die etablierten Parteien haben es geschafft. Sie haben die Demokratie vernichtet, samt Bundeskanzlerin. Ja, alle Achtung. Also mittlerweile ist der Herr Kemmerlich zurückgetreten von der FDP. Er wollte sich das auch nicht mehr antun. Ich kann den Mann verstehen. Ich kann wirklich verstehen, warum er diesen ganzen, ja man muss schon sagen, Terror nicht über sich ergehen lassen wollte. Ja, liebe Freunde, das war's mit der Demokratie. Das war's. Ende, aus, die Geschichte ist gelaufen. Hier hat sich ganz deutlich gezeigt, dass unsere Antifaschisten und dass die Medien sowie auch das Reichenkartell in Deutschland keine Demokratie wollen. Volksherrschaft, nein, danke. Angefangen mit Artikel 13 und Herrn Voss, der gezeigt hat, dass ihm die Demokratie doch einerlei ist, ja, haben sich jetzt die Parteien durchgesetzt. Demokratie bitte nur für die anderen. Man selber ist gefangen im ewigen Kreislauf der Parteiendiktatur, der 3-4 Parteiendiktatur, DDR 2.0. Gut, dass sich der deutsche Bürger nur alles gefallen lässt. Wir sind nicht auf der Straße, wir sind nicht am Demonstrieren. Nein, wir sitzen in unserem Kämmerlein und fragen uns, wie es weitergehen wird. Ja, Deutschland ist tot. Das Grundgesetz ist tot. Die Demokratie ist verstorben. In diesem Sinne noch einen stürmischen Sonntag. Einen ebenso stürmischen Montag, eine schöne nächste Woche. Passt auf euch auf und ja, mal sehen, was die Zukunft bringt.